es regnet wieder. Oder immer noch. Naja, gut. Nicht so schlimm. Ja, hier sind wir also wieder. Es gewittert sogar. Naja. Das letzte Mal waren wir im Funhaus. War ganz cool. Hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, weiter ins Theater, soweit ich weiß. Ich habe den Magier Oswald, den Ungeheuerlichen, im Funhaus gefunden. Allerdings konnte er entkommen, nachdem ich mir einen Weg durch die verwirrenden Hindernisse gebahnt hatte. Wenn ich das Kiddy Kingdom säubern will, muss ich ihn vertreiben. Ja. Durchsuche das Theater, da steht's. Na gut, das wollen wir machen. Ich mache erstmal Licht an. Okay, warum kann ich kein Licht anmachen? Was habe ich an? Ich habe doch die Corki-Brille ausgezogen. Ach so, ich habe den Reeken-Helm angezogen. Ja, ich muss den natürlich anziehen. Du trägst so viel und kannst nicht rennen? Oh. Hä? Ich kann rennen. Okay, scheint ein Bug zu sein. Egal, ich mache Licht an. Auch wenn das mit dem Nebel ein bisschen ätzend ist. Aber gut, so ist das dann jetzt halt. Ist ein bisschen ungemütlicher, die Folge. Auch von der Musik her. Diese Musik macht mich fertig. Mir wird da ein Eingang angezeigt. Ich denke mal, da müssen wir auch hin, ne? Kommen wir hier irgendwie durch? Okay, ich wollte gerade sagen, lebst du noch? Oder stirbst du schon? Wer findet, dem gehört. Wir wollten ja hier eh den Weg abgehen, ne? Na, dann machen wir das doch mal. Also hier diesen Nuka Racers Weg. Oh, guck mal, wie schön. Cool. Soll ich mal versuchen... Au! Soll ich mal versuchen, damit zu fahren? Was? Wo? Ah! Da! Gott, Alter. Hey, hast du was für mich? Ich hoff's doch. Was? Lass mich in Ruhe, Gage. Ich bin enttäuscht, immer noch. Wer keine Hunde mag, den mag ich auch nicht. Was soll ich sagen? Ach, hier sind Pilze runter. Na gut. Ich hab grad gefragt, warum das leuchtet. Hallo! Ich will unbedingt mit diesen Dingern fahren, ey. Oh Mann! Es klappt immer nur so ein Stück. Aua, 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 aua. Ich glaube, wir gehen aber richtig, ne? Ja. Immerhin. Boah, das ist so komisch gerade mit dem Licht und dem Nebel und allem. Es kann halt sein, dass hier auf dem Weg von diesen Nuka Racers irgendwo was ist, ne? Deswegen laufe ich den... Zum Beispiel Gule. Deswegen laufe ich den ab. So. Ein schöner Verkehr hier. Ach, hier. An dem Schloss, ne? Ja, ja, da müssen wir hin. Dann gehe ich aber von vorne rein. Das ist irgendwie cooler, finde ich. Hier haben wir ja schon alle getötet. Alles cool. Boah, dieser Nebel, ey. Da oben waren wir auch schon. Alles klar. Schade, dass wir uns das jetzt nicht bei Tag angucken können, ne? Dass jetzt so regnerisch ist und alles. Weil irgendwie ist das, glaube ich, cooler. Wobei, es ist bestimmt total cool, auch wenn es leuchtet. Wir kommen ja hier nochmal eh zurück. Moment, wir haben Gesellschaft. Oh, hier wäre eine Falle gewesen. Wir kommen ja hier eh nochmal zurück, wenn wir Strom haben im Park. Ne? Dann wollen wir uns ja hier gucken, ob wir auf irgendwelche Fahrgeschäfte gehen können und so weiter und so fort. Ne? Haben wir ja gesagt. Alles klar. Ja, Radioaktivität, Radioaktivität. Es gibt wohl einen Kampf. Wo gibt's einen Kampf? Oh, hier gibt's einen Kampf. Na, so weit kommst du mit dem einen Bein aber nicht mehr. Ja, mach den, kill den ruhig. Hab den ja schon einmal getroffen. Na los. Hä, warum habe ich keine Erfahrungspunkte gekriegt? Gage! Verdammt nochmal. Boah, ich würde ja auch nicht seine knallen. Naja, gut. Ja, die haben immer irgendwelche legendären Rüstungen, hervorragend. Des Safeknackers Kampfrüstung Harnisch. Verkörpert. Hm? Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Ja, das brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Jetzt kann ich nichts mehr tragen, Gage. Hey. Nimm mir Sachen ab.
Warum trage ich das mit mir rum? Genau. Das sind alles, die sind alle wichtig, die Sachen. Den Molotow kannst du noch haben. So, was haben wir denn hier noch? Ah, guck mal. Oh nein, er kann nicht mehr tragen, verdammt. Ich muss den Scheiß doch nicht mitschleppen. Soll ich den wegwerfen? Also hier diese ganzen Sachen verkaufen wäre gut, ne? Das ist aber doof jetzt. Kann ich dir hier noch ein paar Sachen geben? Sehr gut. Oh, Hundefutter in der Dose. Muss ich vorsichtig sein. Wir trinken überhaupt gar keine Nuka-Colas mehr, ist mir aufgefallen. Tut mir leid. Wir haben mit unserer Tradition gebrochen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, aber Whisky und sowas kann ich mal wegwerfen, oder? Das brauche ich doch nicht. Nee, XL natürlich nicht. Was haben wir denn noch? 95. Wir haben... Also mit der Power Armor kann ich gut laufen jetzt. Ich möchte die aber, glaube ich, gleich mal ausziehen. Also wenn wir mit Oswald reden, dann würde ich das gerne ohne die Power Armor machen. Ohne die Power Rüstung. Ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie besser an. Vielleicht noch die Corki-Brille anziehen, damit es so richtig lächerlich ist. Mal schauen. Ja, nee, ihr wisst schon, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich vermute mal, wir müssen gegen den kämpfen, oder? Aber auch das würde ich ohne die Power-Rüstung machen wollen. Glaube ich. Ich glaube, ja. Oh, schönes Wetter. Oh, jetzt kann ich mir das Schloss mal angucken. Warte, warte, warte. Mach mal das Licht aus. Oh, voll schön. Magic Show. Sehr schön. Oh, sehr schön. So, weiter geht's. Das wirst du noch bereuen. Oh. Ein paar mehr. Nicht schlimm. Okay. Also hier dieser Höllenfeuer. Wie heißt diese Waffe? Wie heißt die Waffe? Schwerer Hochleistungsofen, genau. Oh, Moment. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Deswegen kommen wir hier so gut durch. Ich wollte gerade sagen, die ist ja perfekt für alles hier anscheinend in Nuka World. Aber gegen die Ghule ist die ja mega gut. Guck mal. Die richtige Waffe benutzt, ohne es zu wissen, wie immer. Tja. Wie immer. Ich weiß immer nie irgendwas, aber es funktioniert trotzdem. Theater. King Colas Castle. Da sind wir. Dünn. Dünn. Ich wollte gerade fragen, wo geht's hier hin? Nuka Cherry. Wo geht's denn hier lang noch? Irgendwo da rein. Moment. Turm von King Colas Castle. Ja, Moment. Machen wir dann. Ich möchte jetzt endlich Oswald treffen. Oder? Können wir sonst immer noch machen. Ich versuche mir das einfach mal zu merken. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Du bist endlich was war das? Da! Schnell! Die Aufführung fängt gleich an! Ich bin gespannt. So, ich glaube, ich lasse die hier stehen. Hier so am Eingang. Ich hoffe, das funktioniert. Hä, nein! Ich wollte aussteigen. Verdammt. So, trage ich jetzt zu viel oder ist alles cool? Ich trage viel zu viel. Scheiße. Dann... Ich weiß, warum gehst du jetzt nicht einfach so da rein? Bla bla blub. Aber ich möchte mich frei bewegen können. Ich finde immer, das ist in der Power Armor auch schon allein wegen den Anzeigen unten ist das so. Das stört. Mich stört das. Euch nicht? So, okay. Mich stört das so ein bisschen. Ich bin lieber agiler und. Ja, ich nehme jetzt nicht noch mehr, weil sonst. Kann ich ja gleich wieder nichts mehr tragen, ne? Gut. Die Aufführung.
Ist egal, wo wir reingehen? Wahrscheinlich, ne? Geht's hier lang? Irgendwo andersrum. Okay, wir gehen hier rein. Ich bin sehr gespannt jetzt. Da liegen Ghule. Mag das mit der Musik. Okay. Müssen wir uns hinsetzen? Leben die noch? Und nun? Was? Oh Gott. Die Show, auf die alle gewartet haben. Oswald, der Ungeheuerliche! Ich hätte nie gedacht, dass du es so weit schaffst. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Daher lasse ich die Tricks und Illusionen weg, mit denen ich die Abergläubischen verjage. Boah, Gage, halt die Klappe. Entschuldigung. Als die Bomben fielen, hat sich alles verändert. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Magie. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Ah, ich weiß, was er macht. Was ja, ja, er ist nämlich so ein Ghoul. Ich wusste das. Oh, oh, er kommt auch. Oh, fuck. Oh. Oswald, der Ungeheuerliche. Ich reiß dich in Stücke. Ey, Gage, ich will den kloppen. Los, dann leg einen guten Kampf hin. Verdammt! Du bist so was. Das war's wohl fürs Erste. Abgeschlossen, durchsuche das Theater. Ja, so leicht gebe ich nicht auf. Die Show muss weitergehen. Okay. Und wie es scheint, bist du nicht von deinem wahnwitzigen Angriff abzubringen. Dann ist es wohl an der Zeit für unseren letzten Akt. Treffen wir uns auf dem Dach von King Cola's Castle. Dann bringen wir diese Produktion zu Ende. Stell Oswald den Ungeheuerlichen zur Rede. Okay, ich sollte mich gleich nochmal heilen, bevor ich das mache. Ich hab das gewusst. Ich hab gewusst. Ich hab schon gedacht, als die hier so lagen. Der wiederbelebt die gleich, weil man sieht ja dadurch, also dass er so leuchtet, was er für ein Ghoul ist. Und diese Ghule können halt andere auferstehen lassen. Immer wieder, immer wieder. Na gut, wo müssen wir denn hin? Hier raus? Ne, Moment mal. Wartet. Oh, wieder das alte Menü, das tut irgendwie gut. Oswald der Ungeheuerliche hat sich entschlossen, mir persönlich gegenüberzutreten. Ich muss mich zu King Cola's Castle begeben, um dem ein Ende zu setzen und das Kitty Kingdom zu sichern. Stell Oswald den Ungeheuerlichen zur Rede. Ja, okay. Ich mach mal die anderen kurz weg. Ja, weil dann weiß ich, wo ich hin muss. Da lang, alles klar. Okay. Kurz heilen. Die Power Armor hole ich nicht. Nein, nein, ich hole sie nicht. Auch wenn ihr das vielleicht gerne möchtet, aber ich finde es so immer noch angenehmer. Ach, hier hinter. Ah, okay. Ach, wir sollen den Aufzug nehmen. Moment, ich möchte mich aber erst hier umsehen. Machen wir sofort. Oh. Nuka Barrier-Rezept. Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja. Ich mag das, wenn die das so sagt. Verdammt nochmal, ja. Okay. Hier ist nichts. Nur ein paar telefonierende Teddybären. Und Zeitung lesende Teddybären und schlafende Teddybären. Ich liebe das, wenn die so positioniert werden. Sekunde. Hier noch eben schauen.
Kann ich mich da hinsetzen? Thron. Ah. Irgendwie, da oben ist auch was drin. Guck mal. Irgendwie muss ich gerade an, ich wollte gerade sagen. Wo bin ich denn? An Resident Evil denken. An das zweite Remake. Da kann man sich ja auch auf so einen Thron setzen. Also an Resident Evil 2, das Remake. So, nicht das zweite Remake. bla bla bla. Was war das gerade? War das der Aufzug? Ach, hier komme ich rüber. Cool. Ui. No, ey, diese ganzen Tickets, Leute. Nein, ich brauche sie nicht. Was war da drin? Oh, ja, gut. Kann ich die verkaufen, diese Modelle? Ich habe davon so viele. Ich brauche die doch mittlerweile nicht mehr. Ach, das Loch ist extra dafür da, dass man hier wieder runter kann. Sehr schön. Na gut, dann stellen wir uns mal Oswald, ne? Ab geht's. Hat Gage die Tür aufgemacht? Wahrscheinlich, ne? Gage, was hältst du davon, wenn du hier unten bleibst? Du hast uns eben schon unterbrochen. Ciao. Nach oben. Nach oben. Oh, Gage. Vierter Stock. Hallo? Oh! Ihr Raider seid alle gleich. Ihr kommt zu jemandem nach Hause, stehlt seine Besitztümer und tötet die, die er liebt. Ich lasse nicht zu, dass du noch einen meiner Freunde tötest. Das ist unser Zuhause, nicht deins. Irgendwie traurig. Wilde Ghule sind Freunde? Halt den Mund, angreifen. Ohne Blutvergießen beenden. Nee, ich will das nicht beenden. Ich will noch mit dem reden. Wilde Ghule sind Freunde? Du weißt, dass deine Freunde wilde Ghule sind, oder? Die sind nicht wild. Die sind krank. Sie können nichts dafür. Das ist eine Krankheit und sicherlich kein Grund, uns auszulöschen. Na. No. Und ich habe die alle umgebracht. Das ist irgendwie wieder so tragisch, findet ihr nicht? Ich find's auch irgendwie voll schlimm, dass der uns Raider nennt. Ich will kein Raider sein. Nein, nein, nein. Was für eine Krankheit. Was für eine Krankheit? Was meinst du mit krank? Ja, es ist eine Krankheit des Gehirns. Wir werden ein Heilmittel finden und dich aus unserem Zuhause vertreiben. Wir verteidigen diesen Ort seit mehr als 200 Jahren. Glaubst du, vor dir hätte noch niemand wilde Ghule als Monster abgestempelt? Wie viele von ihnen hast du ohne Not abgeschlachtet? Weil du dummerweise dachtest, du tätest der Welt einen Gefallen? Nun, ein paar? Genug geredet. Angreifen, nein. Es ist zu spät. Seit 200 Jahren hier? Einfach gehen, nee. Seit 200 Jahren hier? Seit 200 Jahren seid ihr hier? Warum? Wir haben die Leute unterhalten, bevor die Bomben fielen. Die Strahlung hat uns verändert, aber dieser Ort ist unser Zuhause geworden. Mit der Zeit hat die Krankheit meinen Freunden und denen, die wir lieben, den Verstand geraubt. Ich werde ein Heilmittel für meine Freunde finden, bevor jemand wie du vorbeikommt und uns alle vernichtet. Einfach gehen. Es ist zu spät. Jetzt kann ich ja nicht mehr machen. Es ist zu spät, nämlich jetzt. Was soll ich sonst machen? Für Ghule wie deine Freunde ist es zu spät. Die Strahlung hat sie für immer verändert. Du gibst also zu, dass meine Freunde krank sind? Und versuchst sie trotzdem zu töten? Ich würde sagen, das macht dich hier zum einzigen Monster. Das ist keine Krankheit. Das ist keine Krankheit. Die Strahlung hat ihnen den Verstand geraubt. Sie sind wild geworden. Stimmt nicht. Rachel wird einen Weg finden, sie zu heilen. Das bringen wir wieder in Ordnung. Meine Liebste ist vor Jahren losgezogen, um ein Heilmittel zu finden. Und ich habe geschworen, unser Zuhause zu verteidigen und für die Sicherheit zu sorgen. Wenn Rachel mit dem Heilmittel wieder durch diese Tore kommt, wirst du sehen, werden alle sehen, dass ich recht hatte. Rachel ist seine Geliebte, okay? Es gibt kein Heilmittel. Und wenn sie nie zurückkehr... sie hat dich verlassen.
Rachels Holoband übergeben. Ich möchte ihn erst die Frage stellen. Also wirklich, du hältst die Show auf. Warte, hier. Was, wenn sie nie zurückkehrt? Wie lange willst du denn warten? Ich werde so lang hier bleiben, wie es dauert. 200 Jahre sind schon vergangen. Warum glaubst du, dass ich nicht nochmal so lang warten kann? Okay, es gibt kein Heilmittel, müssen wir nicht machen, weil wir haben offensichtlich ein Holoband. Rachels Holoband. Oh, ich glaube, ich weiß. Ey, ist das die? Ist das die, die wir in Brambleton gefunden haben? Die da lag? Also wirklich? Du hältst die Show auf. Ja, nein, warte, Oswald. Wisst ihr noch, die lag im... Ich erinnere mich an das Holoband. Ich erinnere mich daran. Okay, wenn ich... Ich versuch die Folge in die Kommentare zu posten, wenn es mir wieder einfällt, wann es war. Aber es war in Brambleton. Also wir haben wirklich? Die Leiche von ihr du gefunden. Hältst die Show und das, auf. Ja, wir haben die Leiche von ihr gefunden und das Holoband. Ich kann mich dran erinnern. Ja. Ja, ich weiß das noch. Scheiße. Och Mann, der Arme. Oh Gott. Die ist tot. Na gut, ich gebe ihm das Holoband, ja. Rachel ist tot. Hier, das ist von ihr. Sie ist tot? Ja. Nein. Meine arme Rachel. Wie konnte ich zulassen, dass sie sich allein auf solch eine Reise begibt? Es ist alles meine Schuld. Tja, das wär's dann wohl. Jetzt muss ich wohl das Heilmittel selbst finden. Ich sammle die Überreste meiner Freunde und wir überlassen diesen Ort deiner Obhut. Keine Sorge wegen der Strahlung. Die wird dich und deine Leute nicht mehr schädigen. Hier, nimm das. Als Entschuldigung dafür, dich falsch eingeschätzt zu haben. Oh, Schwert der Wunder ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Not bad. Okay, nimm ich. Schaden 44 und Elektroschaden 15. Geschwindigkeit mittel. Also für einen Begleiter mindestens cool. Gezackte Elektroklinge. Cool, danke. Oh, was? Okay, das war ja seltsam jetzt. Oswalds Zylinder erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Okay. Nice. Leb wohl. Leb wohl. Abgeschlossen. Stell Oswald den Ungeheuerlichen zur Rede. Weise eine Bande dem Kitty Kingdom zu. Krass. Krass. Ja, bevor wir das machen, möchte ich natürlich... So viele umbringen. Da muss ich das nicht mit Strahlung selbst erledigen. Nein, wir gehen nicht. Ich will hier noch lesen jetzt. Oswalds Terminal entsperren. Oswalds Passwort. Habe ich das? Anscheinend. Zugriff auf System. Sehr schön. Oswald Oppenheimer ist angemeldet. Systemzugang. Aktueller Status. System inaktiv. Sprenkler einschalten. Ach, die könnte ich jetzt wieder einschalten. Sicherheitswarnung. Sichere Strahlungswerte. Wasser. Okay, cool. Sollten wir uns vielleicht merken. Wobei, naja. So viel Unterschied macht das, glaube ich, auch nicht. Sollten wir die Raider, die hier leben, töten wollen? So, damit ihr wisst, was ich gerade gedacht habe. Na gut. Benutzeraufzeichnung. Yippie, lesen. Endlich ist alles stabil. Vor ungefähr 15 Jahren sind die Bomben gefallen. Es sind immer wieder große Gruppen gekommen und gegangen. Normalerweise konnten wir sie vertreiben oder mit den Strahlungssprenklern loswerden. Anscheinend haben die meisten Angreifer Angst vor der Clownsschminke. Okay, schon traurig, da sie früher so viele Leute zum Lachen gebracht haben. Ja, wirklich traurig. Alles in allem läuft es gut. Wir haben reichlich Lebensmittel, Wasser und teilweise sogar Energie, wenn wir sie brauchen. Was wohl wesentlich mehr ist, als den meisten anderen zur Verfügung steht. Selbst die Mutation durch die Strahlungsstürme ist gar nicht so schlimm, nachdem wir gelernt haben, damit klarzukommen. Ich bin froh, dass Rachel noch lebt. Okay, kurze
Pause. Ich glaube, sie ist das Einzige, was mich noch bei Verstand hält. Oh. Oh, der Arme. Oh Gott. Voll traurig. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Heute mussten wir uns wieder von jemandem verabschieden. Das macht mehr als 10 allein im vergangenen Jahr. Ich versuche, alles zu organisieren und für einigermaßen gute Stimmung zu sorgen, nachdem Kenneth, Mitchell und Herman fort sind. Aber an manchen Tagen will ich nicht mal mehr aufstehen. Manche haben sogar schon davon geredet, die Geplagten von ihrem Leid zu erlösen, aber dem haben wir schnell ein Ende gesetzt. Wir sind jetzt schon sehr, sehr lange hier und das sind nicht nur die Leute, mit denen ich den Krieg überlebt habe. Das ist unsere neue Familie. Wir müssen eine Möglichkeit finden, ihnen zu helfen. Oh, er ist so netter. Ach Mann, war das echte Magie? Heute gab es einen großen Angriff und Dean wurde von einer verirrten Kugel getroffen. Bei den Gedanken, schon wieder jemanden zu verlieren, bin ich ausgeflippt und plötzlich war es so, als würde buchstäblich Energie aus meinem Körper strömen. Dann schnellte Dean einfach hoch und schnappte nach Luft. Ich habe ihn geheilt, aber ich habe keine Ahnung, wie. Nach dem Angriff kam mir ein Gedanke. War das eine Art von Mutation? Oder echte Magie? Wer kann das unter diesen Umständen schon sagen? Selbst wenn es eine wissenschaftliche Erklärung gäbe, würde es dadurch wirklich weniger magisch? Ganz gleich, wie ich es nennen will, vielleicht kann ich meine Kräfte ja nutzen, um die Geplagten zu heilen. Neue Nachbarn. Irgendeine große Bande hat diese Gruppe in Nukatown ausgeschaltet. Die wirken ziemlich aggressiv, also haben wir beschlossen, sie erst einmal in Ruhe zu lassen. Zu schade, da wir kurz davor waren, mit den dortigen Händlern in Kontakt zu treten. Aber jetzt sieht es so aus, als hätten wir unsere Chance verpasst. Rachel spricht davon, dass man sich von der Gruppe trennen könnte, um irgendwo anders ein Heilmittel zu finden. Aber wenn wir beide gehen, glaube ich, dass es ohne einen Anführer hier bald den Bach runtergehen würde. Gott, was für eine tragische Geschichte, oder? Nach Rachels Weggang. Rachel ist jetzt vor mehr als einem Jahr gegangen und ich habe immer noch nichts von ihr gehört. Zu Hause ist niemand mehr, niemand außer mir und den Geplagten. Und dieser Raider-Bande nebenan. Zuerst hatte ich mir gewünscht, Rachel wäre hier geblieben, aber ich kam immer wieder zu dem Schluss, dass sie das Richtige getan hatte. Wie sehr es auch schmerzte, sie musste es zu unser aller Wohl tun. Das einzige Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie lange ich die Burg noch halten kann. Die Mauern zerbröckeln und irgendwann werden sie vielleicht nachgeben. Du fehlst mir, Rachel. Ach Gott, ist das traurig. Oh nein, ich will das nicht nochmal lesen. Verlassen. Boah, der Arme, ey. Der arme Oswald. Tut mir so leid irgendwie alles. Und wir gehören zu dieser Bande. Die Musik ist aus. Da ist sie wieder. Die ist echt seltsam. Ja, mach du dir da mal dein Meth oder was auch immer. Ach, du magst ja keine Drogen, ne? Du magst ja nur Gewalt. So, gut. Haben wir das gemacht? Tragische Geschichte. Echt tragisch. Ja, krass. Ja, wir hatten ja Rachel gefunden. Ich erinnere mich daran. Also, ach, guck mal, da ist die Fahne übrigens. Also der Mast zum Fahne hissen. Und hier oben ist nichts mehr. Kann man hier oben irgendwo rumlaufen? Und ist da irgendwas in der Ecke? Nö. Okay, na gut. Ja, ich erinnere mich daran. Ja, ja, dass wir die gefunden hatten. Und wir wussten nicht, wir konnten das nicht zuordnen. Festgekettet. Ja, oder festgekettet, wie auch immer. Na gut, wir wollen die Fahne, die Flagge hissen. Ach, guck mal. Dann machen wir das doch mal. Signalflaggenmast. Aktivieren. Jünger Unternehmerrudel. Hä, warte mal, da fehlt aber doch... Ach nee, es sind ja nur drei. Ich dachte gerade, da fehlt doch eine Bande. Aber es sind ja nur drei. Wir weisen das hier dem Rudel zu. Ne, haben wir ja gesagt das letzte Mal. So. Abgeschlossen. Weise eine Bande dem Kiddy Kingdom zu. Sprich mit Gage. Abgeschlossen. Sich hinter das Kiddy Kingdom.
Ich soll mit Gage reden. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich will mal eben schauen, was hier oben noch ist. Abgeschlossen. Ein magisches Königreich. Clintons. Ach, hier ist die zugekettete Tür. Na gut. Ich soll mit Gage sprechen, dann mache ich das. Na gut. Wo ist er denn? Komm mal raus hier. Komm. Wir reden hier. Hey! Brauchst du was von mir? Ich soll mit dir reden, sagt das Spiel. Aufgepasst, Gage. Verdammt, Mann. Du hast es echt geschafft. Nuka World gehört uns. Ganz Nuka World. Überrascht? Zeig Respekt! Was ich am besten kann. Was ich versprochen habe. Was ich versprochen habe. Ich habe euch allen was versprochen und es gehalten. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ah, bei dir klingt das, als wäre das keine große Sache. Aber du musst wissen, wir hatten noch nie so festen Boden unter den Füßen. Jetzt, wo wir es so weit gebracht haben, sollten wir die Party am Laufen halten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns dem Commonwealth zuwenden. Nein! Reicht euch das hier nicht? Bist du verrückt? Ich hab das Sagen. Gefällt mir. Nein, gefällt mir nicht. Ich würde am liebsten... Mach ich sarkastisch? Nee, ich frag. Bist du verrückt? Was interessiert uns das Commonwealth? Haben wir hier nicht alles, was wir brauchen? Das klingt nach Coulter, Boss. Na. Und das ist nicht gut. Nuka World zu erobern ist eine große Sache, klar. Aber das darf nicht das Ende sein. Es muss der Anfang sein. Diese Wilden brauchen ein Ziel. Etwas, auf das sie sich konzentrieren können. Ansonsten gehen sie aufeinander los. Und bei so einer großen Operation brauchen wir mehr... Naja, von allem. Das kriegen wir nicht einfach so. Wir müssen es uns nehmen. Im Commonwealth gibt's jede Menge kleine Scheißsiedlungen, die man besser nutzen könnte. Meinst du nicht? Diese Scheißsiedlung versuche ich aufzubauen, Gage. Ich glaube, es wird Zeit, dass er... Ihr wisst schon. Bist du sicher, dass das klug ist? Gebe die Befehle von Anfang an geplant. Ich frage ihn. Ich weiß, ist das wirklich klug? Wir haben den Laden hier gerade erst wieder flott gemacht. Wäre es denn klüger zuzusehen, wie sich die Banden wegen der Reste dieses Orts die Köpfe einschlagen? Natürlich nicht. Also versuchen wir das zu vermeiden. Wir müssen es ja nicht überstürzen. Wir gehen es langsam an, wohlüberlegt. Wenn wir uns einen Teil des Commonwealths schnappen wollen, brauchen wir die richtigen Kontakte und jede Menge Leute, oder? Ich würde sagen, wir reden mal mit Shank. Er kontrolliert, was nach Nuka World kommt und was hier rausgeht. Er hat das schon mal vorgeschlagen. Will mit dir reden, seit du hier den Laden übernommen hast. Er weiß also bestimmt, wo wir anfangen sollten. Er hat die Verantwortung für die Karawanen. Du findest ihn also vermutlich auf dem Markt. Vergiss es. Du vertraust diesem Kerl? Klingt gut. Ich würde am liebsten vergiss es sagen. Ich frage ihn aber trotzdem mal. Aha. Du vertraust diesem Shank? Das solltest du doch inzwischen wissen. Ich traue niemandem. Aber Shank ist cool. Ich glaube nicht, dass er uns verarschen will. Besonders, wenn für ihn auch was rausspringt. Vergiss es. Vergiss es, Gage. Ich lass mich von keinem außer von dir beraten. Um Himmels Willen. Nachdem wir es so weit gebracht haben, schicke ich dich jetzt in die Irre? Geh einfach rüber und red mit dem Kerl. Er wird das bestätigen, was ich über das Commonwealth gesagt habe. Währenddessen sorg ich dafür, dass die Banden das Kraftwerk von Nuka World wieder zum Laufen bringen. Höchste Zeit, unser Licht leuchten zu lassen und den Leuten zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Oh. Und wenn du einen Rat willst oder möchtest, dass ich weiter mitkomme, sag mir Bescheid. Abgeschlossen, die große Tour.